NC. Jo, also, wir sind hier an einem Golf 5, Golf 5 Plus. Und zwar geht es darum, da unten immer alles nass gewesen. Das seht ihr auch ganz gut. Das hat sich bis da hinten hingezogen durch den Fahrtwind und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich hier ein paar Wochen lang hinterher geputzt und immer wieder zu gucken, wo es genau rauskommt. Und ich war mir dann am Ende jetzt ziemlich sicher, es kann eigentlich nur aus der Tandempumpe kommen. Das ist die Unterdruckpumpe, beziehungsweise auch in dem Sinne die Kraftstoffpumpe. Hier sieht man, wie es alles runterläuft, okay? So, ich habe die jetzt gerade frisch abgezogen und man sieht, die Dichtung selbst ist eigentlich da oben. Seht ihr das? So, jetzt gehe ich mal ein bisschen näher ran und mache die Beleuchtung an. Also, die Dichtung selbst ist eigentlich hier oben. Da sollte es eigentlich abdichten, seht ihr? Es läuft aber hier schon runter, da läuft es runter. Okay, so einen Moment, sonst macht meine Kamera Faxen. Hier läuft alles runter. Seht ihr das? Hier herum, da ist alles nass, hier sogar schon sehr dunkel, also schon seit einer längeren Zeit undicht gewesen. Die Dichtung ist somit hier kaputt und hier ist auch eine Dichtung, seht ihr? So. Auch hier sieht man ganz deutlich, wie das hier alles runtergelaufen ist. Bis darunter und alles drumherum. Okay, das hat hier alles sozusagen das Ganze zugesetzt, beziehungsweise vollgesüfft. Hier haben wir jetzt dann die Tandempumpe. Da gibt es ein Kit zu kaufen. Ich habe mir den etwas teuren Kit bestellt. Der hat mich damals gekostet, ich glaube, 34 Euro anstatt 16. Und zwar auch aus dem Grund, weil da wichtige Schrauben dabei sind. Wenn ihr das Ganze jetzt aufmachen wollt, was nicht unbedingt notwendig ist, ja, ich sage immer, solange die läuft, dann läuft sie auch. Aber wenn ihr dann seht, so wie ich jetzt, das eigentliche Problem liegt an der Dichtung, dann brauchen wir eigentlich gar nicht weiteres hier aufmachen. Denn man könnte sich jetzt den Stress geben, auch die ganze Tandempumpe auseinandernehmen. Werde ich gleich zeigen. Aber hier, auch da sieht man deutlich, wie es hier runterläuft. Seht ihr das? Also, die obere Dichtung ist eigentlich dieser Abteil hier. Und hier läuft es runter. Es läuft hier raus, da unten raus. Jetzt habe ich irgendwo die neue Dichtung. Ja, genau, da hoch habe ich sie. Das ist dann die neue Dichtung. Hier sieht man erstens, dass diese Nut hier noch sehr weit rausguckt. Ja. Das ist hier eine Nut. Und wenn ihr diese Dichtung bestellt, schaut bitte auch, dass die hier, was hier so praktisch hochguckt, dass die nicht eingedellt ist. Oder einen Kratzer hat. Weil das würde schon reichen, dass das alles wieder rausläuft. Okay? So, und hier haben wir dann den unteren Abteil, wie man sehen kann. Auch gut, sieht vernünftig aus. Hier haben wir noch, ja, wie soll ich sagen, so ein kleiner Pin, den man biegen kann, damit es einfach hält nachher. Währenddessen ihr die Tandempumpe wieder einbaut, damit das nicht hier verrutscht. Ist dann praktisch auch das hier da. Das heißt, wir haben hier einmal 1, 2, 3 so kleine Klipse. Das rastet dann so ein. Und dann haben wir da unten noch diese Nippel, den man dann auch verbiegen kann, so wie der unten. Jetzt gehen wir auf Seite. So, das ist dann hier. Okay, den kann man da unten schön reinbiegen. Hebst du mal kurz? So, also hier. Okay, hier wie gesagt, die zwei Ausgänge auch nochmal für den Diesel und so weiter und so fort. Und hier haben wir den Unterdruck. Ja, weil die Pumpe erzeugt ja auch Unterdruck. Das heißt, hier zieht es einfach Luft. Wie ein Staubsauger praktisch. Okay, das ist nämlich die Unterdruckpumpe, Tandempumpe, Kraftstoffpumpe. Das ist alles in einem. Deswegen ist die auch so teuer, wenn man sie jetzt neu kauft. Ja, man kann sie jetzt auch billig kaufen. Von ATP für, keine Ahnung, 50 oder 60 Euro würde ich nicht empfehlen. Dann behaltet lieber die Originale und nehmt die eines Tages mal auseinander, weil das Kit beinhaltet wirklich alle Dichtungen. Ja? Aber wenn ihr jetzt nicht so die Zeit habt und ihr seht selber, alles andere ist okay, ja, hier könnte man vielleicht nochmal reingucken. Die könnte man auch nochmal ändern. Die Dichtung, die habe ich auch noch da. So, jetzt gehen wir hier mal her. Lupfen die mal vorsichtig hoch. So. Hier. Zack. Könnt ihr jetzt ruhig auch zerstören von mir aus. So, da haben wir es dann. Guckt euch das mal an. Ja, das ganze Öl hier ist auch gut zu sehen, weil die wird ja auch mit Öl versorgt, ist ja klar.
Ja, die braucht ja auch die Schmierung. Aber es ist durch hier, Leute, das ist durch. Das muss neu, okay, ob ihr wollt oder nicht. Was ich auch scheiße finde, ist einfach die Konstruktion jetzt hier. Wir haben jetzt hier nur eine Schraube hier oben und nur eine hier unten, die das Ganze so festhält. Das heißt, es wird nur von oben nach unten festgezogen, links und rechts aber gar nicht. Ja, also das ist für mich eine Schande, Mann. Ja, das ist vorprogrammiert. Also ich weiß nicht, ich würde da eigentlich schon fast empfehlen, alle 100 bis 100, ja, ich sage es mal 120.000, alle 100 bis 120.000 einfach mal nach den Rechten zu gucken, weil das ist doch scheiße. Das ist scheiße. Und auch hier, ne, da haben wir hier eine Fixierung, praktisch hier für eine Schraube und da. Aber meiner Meinung nach wäre hier noch eine dritte ganz cool, so dreiecksmäßig, ja, weil es wird nur links und rechts befestigt und das sogar unterhalb der Dichtung. Das heißt, das ist noch nicht mal mittig. Ja, das ist die Dichtfläche hier, seht ihr das? Das ist hier eigentlich die Dichtfläche. Meiner Meinung nach müsste die Schraube hier runter, aber die andere müsste hier oben rein. Irgendwo hier und nicht da unten. Das heißt, da wird eigentlich nur der untere Abteil hier so ein bisschen zusammengedrückt, ja. Naja, keine Ahnung. Das ist halt, weiß nicht, VW halt. Aber jetzt werden wir das Ganze bereinigen. Schön sauber machen die ganzen Flächen, weil das muss wirklich plan aufliegen. Guckt euch auch hier die Fläche an. Da könnte man auch mit 2000er Papier so leicht anpolieren. Ja, wenn ihr da Kratzer habt oder so, aber ich sehe, das ist hier alles gerade wirklich in Ordnung. Wenn wir oben nochmal die Dichtfläche angucken, ihr seht hier selber, durch die Jahre hat sich da ein bisschen Kalk angesetzt oder was auch immer. Also muss sauber sein, komplett. Hier, was ist das? Hauptsache keine Späne, okay? Das wäre nämlich auch fatal. So, also wir gucken uns das hier mal an. Ihr seht selber, es ist alles in Ordnung. Ich hatte schon mal so ein Video gemacht, wo ich alles komplett auseinandergenommen habe, aber ihr wisst ja, YouTube ist voll mit solchen Sachen. Wenn es manchmal schnell gehen muss, dann mache ich das eigentlich meistens immer nur für mich. Deswegen, ich könnte so viele Videos machen, aber es ist einfach zeitlich nicht immer drin. Aber wie gesagt, findet man auch überall auf YouTube, wie man sowas hier komplett auseinandernimmt. Und den ganzen Dichtungssatz, den werde ich euch nachher noch zeigen. Also, sehr, sehr hell gerade hier draußen. Das ist das komplette Dichtungssatz von Dr. Motor. Und wichtig ist jetzt, was ich euch erklären werde, ist, dass bei manchen Dichtungssätzen ihr ein paar Schrauben mitbekommt, die nicht passend sind. Ja, weil ihr könnt hier aufmachen und hier drin sind so Flachkopf-Zylinderschrauben, heißen die, glaube ich. Und bei manchen Dichtungssätzen sind diese schwarzen Schrauben total billig und da ist der Kopf viel zu hoch. Was heißt das dann? Wenn ihr diese Schrauben falsch habt, weil der Kopf zu hoch ist, hier, kriegt ihr diese Kappe nicht mehr drauf. Also Leute, ich habe mich jetzt entschieden, hier auch nochmal aufzumachen. Es war wirklich trocken, wie ich jetzt sehen konnte. Trotz dessen machen wir es gleich, weil wenn wir jetzt schon dran sind, können wir es jetzt schon machen. Jetzt wollte ich euch das hier noch zeigen. Und zwar auch hier haben wir die falschen Schrauben. So, und das ist jetzt das beste Beispiel, eigentlich ganz gut fürs Video. Ich dachte, die hätten zumindest auch ganz flache Schrauben, leider auch bei Dr. Motor nicht der Fall. Werde ich vielleicht weiterleiten das Video an denen, wo ich das einfach gekauft habe, damit die einfach Bescheid wissen. Das heißt, wenn ihr diese Platte abnimmt, kommen wir ein bisschen zu mir wegen dem Schatten. Schaut mal, wie dick der Kopf ist. Ihr würdet diese Platte hier oben niemals mehr draufkriegen. Schaut mal an. Wir haben hier keinen Platz mehr. Okay, ich lege jetzt hier mal. Zum Beispiel Just for Fun. Seht ihr mal, das ist genau bündig. Also vergesst es. Macht es erst gar nicht. Die Schrauben sind die falschen. Wenn ihr hier aufmacht, dann nutzt nochmal die gleichen Schrauben, aber nicht die hier, Leute. Ihr kriegt dann nachher die Platte nicht mehr drauf. Seht ihr mal jetzt ganz genau, was ich meine? Diese Schrauben sind total flach. Und dann haben wir hier so eine Art wie so ein Kegel. Jetzt sieht man es ganz gut. Also, Unterschied wie Tag und Nacht. Machen wir nicht. Wenn ihr hier was ändern wollt und ihr habt zum Beispiel die zwei Federn, dann könnt ihr es ja machen, das ist gar kein Problem. Aber dann baut wieder bitte die Originalschrauben ein. Die habe ich ganz gut rausgekriegt. Manchmal sind die wirklich sauschwer, aber in dem Fall konnte ich sie wirklich gut rauskriegen. Ihr müsst alles hier bombenfest halten. Einer muss es hier bombenfest halten, weil ihr dürft hier nicht einmal verdrehen. Weil das war es dann wirklich. Die haben hier so wenig Fleisch, weil die so flach sind. Vertraut mir, ich weiß, was ich sage, okay? So, also ich habe jetzt hier die Schrauben auch abgenommen. Das waren drei Stück. Die drei,
So, jetzt gehen wir hier mal ran, ziehen das Ganze so hoch und dann fällt euch das entgegen. Das flutscht hier einfach raus, okay? Und das hier steckt hier so drin, okay? Das ist der, der dann später auch diesen Unterdruck erzeugt. Ja, weil der dreht sich so und ja, ist so ähnlich wie so ein Saugeffekt, okay? Hier haben wir auch noch eine Dichtung, wie wir sehen können. Die werden wir jetzt auch erneuern. Das ist die hier. Haben wir noch die Dichtung hier. Und wie gesagt, hier aufpassen, dass das hier wieder richtig reinkommt später. Weil wenn ihr das vergesst, dann habt ihr keinen Unterdruck mehr. So, also jetzt sind wir hier dran. Jetzt könnt ihr hier vorsichtig so hochlupfen. Langsam. Okay. Jetzt seht ihr, das war so eingebaut. Lassen wir auch so. Jetzt könntet ihr hier, wenn ihr die Federn wechseln wollt, entweder die Stifte rausziehen oder parallel runterdrücken. Okay, es geht dann raus. Aber mache ich jetzt nicht, weil wie gesagt, habe ich nicht da. Dann gucken wir uns das hier mal so an. Der ist dann praktisch auch da lang. Ist vielleicht ganz gut, dass man sich das merkt einfach. Den da auch rausnehmen langsam. Okay. Mit der 2 nach oben, da unten ist flach. Seht ihr das? Die Nummer 2 kommt nach oben. Könnt ihr von mir aus auch da hinlegen. Jetzt ziehen wir das Ganze hier vorsichtig raus. Da kommt er schon. Und da haben wir auch nochmal diesen Dichtring. Jetzt der hier, der geht wirklich schwer raus. Da müsst ihr von der Seite reindrücken und dann hier so rausziehen. Okay, so. Und den könnt ihr jetzt ruhig mit etwas Gewalt rausdrücken. So, jetzt habe ich hier den Schlitz endlich. Hier nochmal ran. Guckt, dass ihr das hier nicht verkratzt oder sonstiges. Okay, geht schön hier unten drunter. Und helft einfach nur nach. So. Die geht echt schwer, Leute. Ich weiß, was ich sage. Hab das, wie gesagt, schon mal rausmachen müssen. Da haben wir es. Und nochmal gucken. Wie gesagt, die geht wirklich schwer. Das ist aber auch normal und die soll auch so schwer gehen. So, also ich habe jetzt die Dichtung endlich rausbekommen. Die ging richtig schwer. Da braucht ihr am besten so einen Schlitzschraubendreher. Oder in dem Fall halt, wo ist der andere? Da ist der andere, der hier. Ne, ein bisschen breiter. Und dann müsst ihr da runter gehen, aber aufpassen, dass ihr nicht, wie soll ich sagen, hier das Ganze verletzt. Okay, weil die hier, seht ihr mal selber, die ist richtig robust. Okay, ich habe die jetzt komplett nackig ausgezogen, wie ihr sehen könnt. So, jetzt haben wir Fokus. Die hier ist richtig robust. So. Okay, wollen wir die andere, die neue? Das ist die hier. Das seht ihr mal, okay? Die ist komplett überzogen und die kriegt ihr wirklich schwer raus. Also macht euch da keine Sorgen, wenn ihr die wirklich nicht so leicht rauskriegt. Ihr müsst hier wirklich so ein bisschen mit Gewalt rangehen. Steckt hier den Schlitzschraubendreher rein, hier, und zieht es dann runter. Immer wieder parallel, gell? Also nicht immer nur schief rein, sondern wie gesagt, 12 Uhr, also einmal oben, dann einmal unten, links und rechts, bis ihr die dann rausklopft. Ich habe da hier so einen ganz kleinen Hammer dazu. Ein bisschen weiter weg, bitte. Genau, ne, ist wirklich ein kleiner Hammer, seht ihr selber. Und dann immer wieder so leicht klopfen, geht ganz gut. Wer es noch nie gemacht hat, wird es eine Qual sein. Wie gesagt, ich kenne sie schon von den anderen Unterdruckpumpen bzw. Tandempumpen. Jetzt werden wir hier alles sauber machen. Dann kommt der wieder schön parallel reingedrückt. Nicht vergessen, parallel. Könnt ihr auch gerne so ein bisschen ölen. Und ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen sauber und dann ja, machen wir gleich weiter. Also, ich habe das jetzt hier alles so ein bisschen eingefettet. Ihr habt hier so kleine Löcher. Die Löcher müssen nach oben und es geht nach unten. Und ihr könnt es wirklich bis zum Anschlag runter. Seht ihr? Da unten. Da könnt ihr bis zum Anschlag runter. Und dann seid ihr wirklich auch parallel überall drin. Das machen wir jetzt auch zusammen. Ihr passt hier auf diese Federn auf, weil diese Feder hier in der Mitte, die sorgt dafür, dass es immer zusammen bleibt, okay? Weil es soll ja auch immer dicht halten, okay? Diese Feder, hier gucken, das sind die hier. Okay, so, jetzt gucken wir hier mal. Seht ihr? Die sind elastisch und die drücken uns dann praktisch hier
die Ringe zusammen, damit es immer schön dicht hält. Beim Putzen, was ich auch noch vorhin sagen wollte, guckt, dass ihr nicht da irgendwie Dreck in das Loch mit rein, weil das ist natürlich nicht empfehlenswert. Wie gesagt, das habe ich jetzt hier eingefettet. Ja, sieht man gut. Jetzt gehen wir hier so ran und drücken das auch parallel mit runter. So, hier. Das geht schon, das läuft jetzt auch schon. Hier, habe ich gleich gemerkt, mit zwei Fingern. Richtig schön. So, ne? Ihr seht schon. Geht ruhig da ein bisschen ran. Wenn da alles eingefettet worden ist, geht es natürlich alles ein bisschen leichter. Geht da wirklich bis runter. Macht euch keine Sorgen, es darf da oben 2 mm Platz sein, 1 bis 2 mm. So, sind wir fast drin. Ihr werdet es dann schon merken, wenn es auch nicht mehr geht, dann geht es halt einfach nicht mehr. So, ich merke schon, ich bin fast am Anschlag. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. So sieht's aus. Ja, hier geht jetzt nichts mehr. Gehen wir da unten nochmal gucken, wie das dann aussieht. Wir sitzen überall parallel. Hier vielleicht nochmal ein bisschen. Ansonsten passt es so. Okay. Hier können wir auch nochmal kontrollieren, ob das wirklich alles gerade ist und nicht schief. Können wir mal kurz hier rundherum gehen. Und wenn ihr das einfettet, geht es natürlich viel leichter rein. Und wer weiß, vielleicht auch beim nächsten Mal viel leichter wieder raus. So, jetzt machen wir hier einen Test. Das hier kommt natürlich dann da rein. Langsam. Sieht man das? Ja. Ich habe schon gemerkt, hier gibt es jetzt, hier geht's, ja, jetzt geht's schwer. Gut. Das wollte ich sehen. Ja. Jetzt kann er sich da wieder frei bewegen. Beziehungsweise auch noch dicht dazu. Und das ist das, was sichergestellt werden muss. Hopp, habt ihr gesehen? Geht gut rein, geht gut raus. So muss das sein. Und so lassen wir es auch. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Und dann sind wir hier eigentlich schon fast durch. Wie gesagt, schön gucken, dass ihr das gleichmäßig runterdrückt. Das ist wichtig. Und der Rest wird dann eh von den Federn gehalten und abgedichtet sozusagen. Gut, weiter geht's. Dann kommt die hier noch raus. Wird auch noch ersetzt. Da haben wir sie. Gut, also weg damit. Auch alles putzen. Dann machen wir weiter. Dann, ja, sieht auch ziemlich platt gedrückt aus schon. Hier haben wir die neue und die alte. Ja, immer einfach trotzdem die neue rein. Denke, das passt. Genau. Sieht ziemlich sauber aus hier drin alles. Machen wir glatt so rein. Nicht verlieren. Gucken, ob sie anders besser hält. Ne, die gefällt mir so rum besser. Okay. Gut, dann haben wir das auch schon mal, oder? Ja. Dann, wie gesagt, werde ich hier alles sauber machen, geschwind. Mach dann hier nochmal die andere orangene Dichtung rein. Das wäre dann die hier. Und dann wird alles erstmal wieder zusammengeschraubt. Gut, bis gleich. So, jetzt gehen wir an die Dichtung ran. Das wäre in dem Fall die hier. Die machen wir auch noch mit. Die hier. Können wir ruhig da reinlegen, geschwind. Hier haben wir nochmal so einen kleinen Filterchen. Seht ihr den? Der filtert auch nochmal ein bisschen den Dreck und den Diesel. Einfach mal reingucken, ob alles sauber ist. Und dann seht ihr spätestens wirklich, ob alles in Ordnung ist. Also hier sehe ich jetzt gerade nichts. Den könnte man rausnehmen, gucken. Sieht sauber aus. Zum Glück. Hier, wenn ihr was seht, wegmachen. Das ist jetzt eure Gelegenheit. Dann, ja, es sieht hier schon, wie soll ich sagen, nass aus, aber das war, weil ich das vorhin abgenommen habe. An sich habe ich jetzt hier nichts feststellen können. Die ist aber hier doch sehr platt gedrückt. Also ich fühle sie noch ein bisschen, aber wie gesagt, wenn man schon dran ist, machen wir die auch noch gleich mit. Das wäre dann die alte.
Dann machen wir auch noch alles sauber. Das sind auch diese Spezialschrauben. Die haben ja auch wie so ein, wie sagt man, so ein Kegel. Ne, weil die sich dann richtig schön platzieren können dann. So, machen wir hier alles nochmal sauber. Ja, also hier, wie gesagt, sieht alles okay aus. Die hier, die brauchen wir nicht abnehmen. Ja, würde ich lassen, weil letztendlich haben wir auch nichts dabei. Hier ist auch nochmal so ein kleiner Dichtring oder ja, so eine Blechdichtung, was auch immer. Aber hier war bis jetzt immer alles trocken. Das hier ist nicht von dem, das kam von weiter oben. Und irgendwann tropft es halt natürlich runter. Aber hier ist alles in Ordnung. Können wir auch hier mit dem Vlies kurz drüber gehen, damit ihr einfach später nochmal nachkontrollieren könnt. Da wirklich alles dicht ist, da geht ihr hier mit diesem Vlies drüber, bisschen polieren. Ja, sieht gut aus. Und hier, wie gesagt, sieht es auch gut aus. Ja, nicht viel, bisschen machen wir. Das reicht eigentlich schon. Dann legen wir jetzt noch die neue Dichtung rein. Die müsste so rum. Ja. Gut, dann ist alles dabei. Das müsste, glaube ich, so hin. Ja, also man fühlt es schon wieder richtig, wie schön die nach oben schaut. Also das passt. Dann kommen die wieder rein. Wir machen sie erstmal handfest. Hier wird es auch fest. Hier ist jetzt auch fest. Fest. Jetzt ist auch fest. Hier ist auch fest. Jetzt mache ich hier mal alles sauber, weil es alles gerade sehr ölig. Jetzt gehe ich hier ran und gebe halt nochmal eine letzte Drehung. Einmal. Einmal. Zack. Zack. Feste. Fest. 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 Ja. Und nach ganz fest kommt es ab. Ja, also aufpassen. Dann nehme ich hier nochmal die Ratsche. Und bei solchen Kleinigkeiten nehme ich immer nur drei Finger. Ja. Dann reicht es vollkommen. Also für mich, ich hätte jetzt eh gesagt, das reicht schon, aber wir gehen jetzt hierher, kontrollieren noch einmal nach mit der Ratsche. So, mit drei Fingern, ja, seht ihr hier, Daumen, Zeige, Mittelfinger, Ringfinger, einfach mal so, dass ihr es halten könnt. Dann gucken wir, was da noch so geht. Nichts mehr. Nichts mehr. Nichts mehr. Gut, ja, das lassen wir. Alles klar, dann haben wir hier auch schon vorhin alles poliert. Das habt ihr vielleicht nicht mitbekommen. Ich weiß gar nicht, oder habe ich es aufgenommen oder habe ich es nicht aufgenommen? Weißt du das? Ich weiß es auch nicht mehr. So, alles hier in 1000 Stücke zerlegt. So, sieht gut aus. Ich glaube, ich habe es vorhin schon gemacht. Irgendwie. So, hier. Haben wir auch den neuen drin, gell? Nicht vergessen. Haben wir gemacht. Dann nochmal hier putzen. Können wir mal gucken. Gut, also. Dann nicht zu vergessen ist natürlich, dass der hier jetzt rein muss. So. Eigentlich ist hier auch noch so ein bisschen Restöl. Können wir hier noch ein bisschen sauber machen. Hier vorne ist meistens auch alles so ein bisschen noch dreckig mit so fettigen, dicken, schleimigen Öl. Teilweise heiß gelaufen. Aber ihr seht gut, es geht gut weg. Seht ihr? Kann man so lassen. Hier vorne ist das, was an der Nockenwelle sitzt. Das passt soweit. Kann man auch gucken,
ob es irgendwelche Einlaufspuren gibt oder so weiter. Aber das sieht wirklich okay aus. Gut, dann gehen wir hier an dem nochmal ran. Da habe ich auch schon vorhin geputzt. Hier sieht man, ja, so ein schwarzes, dickeres Öl noch ein bisschen. Aber letztendlich kriegt man das auch so mit den Fingern gut weg. Seht ihr? Und dann würde ich sagen, ist das noch in gutem Zustand. Gut, also jetzt kommt das Teil von hier unten da wieder rein. Beim Reindrehen, also beim Reindrücken, gucken, dass sie dreht. Ja, so. Perfekt. Okay, das war's auch schon. Jetzt erst kommt dieser drauf mit der neuen Dichtung. Ja, nicht vergessen. Zack. Das kommt da auch rein. So, ja, und hier auf die Dichtung aufpassen. Zack, zack und da oben rein. Genau, okay. Ihr müsst es so ein bisschen reindrehen, weil wegen dem hier, okay. Der ist ja einmal oben, dann ist er wieder unten und so weiter. Ne? Der dreht sich ja hier so oval, wie ihr sehen könnt, okay. Das erzeugt uns dann praktisch diesen Unterdruck. Nichts vergessen, nichts verpeilt, alles ist drin, alles ist dran. Gut, da kommen dann die drei Schrauben rein. Ich nehme noch die Originalen, solange die Originale noch gut sind. Warum denn nicht? Eins, zwei und drei. Die kommen jetzt wieder drauf. Jetzt hier nicht auf den Tisch legen, weil sonst drückt ihr das so rein und dann kommt das ja wieder hoch. Ja, ist ja klar. Gut, also die waren dann, glaube ich, die hier. Yep, einmal. Dann zweimal und dreimal. Also ich finde, da fehlt eigentlich auch eine Schraube. Ja, irgendwo hier so eine vierte, aber ich sag schon nichts mehr. Ich bin jetzt schon ruhig. Ich ja. So, mal kurz gucken. Immer mal kurz gucken. Ja, jetzt sind wir drin. Nur leicht anbringen, wie gesagt, nicht ganz fest anziehen. Wir wollen das alles schon parallel machen. Jetzt kommt die hier dran. So, dann kommt die hier dran. Sieht man gut, gell? Sieht auch hier noch die Dichtung. Mhm. Ja. So. Und da noch. Dann steck mal Schlüssel rein. Ihr seht ja selber, ich halte es die ganze Zeit von unten fest, gell? So. Jetzt. Erstmal hier. Gemütlich, so, hab schon gemerkt, die wird fest. Ja, wird fest. Aha, gut. 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 Also, ist auch nicht. Find's traurig, irgendwo hier sollte man, meiner Meinung nach, nochmal eine Schraube. Ja. Was soll ich sagen? Ist halt so. So. Hier geht nichts mehr. Gut, jetzt können wir es auch gerne wieder abstellen. Ich mache den jetzt hier nochmal sauber, weil das ist alles gerade zu glitschig. Da sind wir bald fertig. Wenn ihr wüsstet, wie lange das gerade alles gedauert hat, oh je. Aber im Video sieht immer alles so leicht aus, das ist klar. Weil man alles immer so wegschneiden tut. So. Ich würde von hier aus nehmen. Genau, sieht man es? Mhm. Jetzt gehe ich hier mit der Hand so ran. Ja, und dann volle Pulle, weil dann könnt ihr richtig Kraft aufbringen. Wenn ihr so schraubt, könnt ihr zwar auch schon mal rangehen, ja, so, zack. Richtig viel Kraft anbringen, so viel wie ihr könnt, ne, so. Aber wenn ich es jetzt so nehme, dann geht noch mehr.
voll fest jetzt, okay? Das würde eigentlich mir schon reichen. Jetzt aber gehen wir noch mal ran mit der Ratsche. Zack. Dann auch noch mal drei Fingern. So, da geht nichts mehr. Fest. Okay, fest. So, ihr seht selber, wie es halt, okay? Kleine Ratsche. Drei-Finger-Prinzip hier. Reicht vollkommen. Okay, das war's. So, nochmal abchecken. Sieht gut aus, liegt alles an. So, gefällt's mir. Machen wir jetzt weiter, dann drehen wir das Ganze hier so rum. Das hier hatten wir so auseinandergenommen, dass wir es so hingestellt hatten für uns. So drin. Dann gehen wir hier, gucken, ob es das noch passt. So. Passt nicht mehr. Gut. So, machen wir es fest. Jetzt kommt dann noch die Platte drauf, die war so drin. Dann noch die Schrauben nochmal rein. Dann hier. Und hier. Wenn ihr seht, dass eine Schraube schwer reingeht, dann, wie gesagt, kurz nach links drehen, bevor ihr anfangt, nach rechts zu drehen. Weil so machen viele sich das Gewinde wieder kaputt. Zack. Danach den Wagen erstmal im Stand laufen lassen, ja, weil das ganze Öl muss hier erstmal zirkulieren. Das Ganze hier muss wirklich geschmiert werden. Ist also wirklich wichtig. Dann werden wir auch noch VCDS in die Hand nehmen. Wir müssen dann hier auch die Vorförderpumpe ansteuern, damit hier schon mal der Diesel reinläuft. Das zeige ich euch alles nachher. So, einmal fest, 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 bitte. Gut, dann nochmal Ratsche. Dann wieder hier. Drei-Finger-Prinzip. Gut aus. Ja. So, da ging noch ein bisschen was, hatte ich gemerkt. Hier. Und aufpassen, wie gesagt, ihr habt hier nicht so viel Fleisch. Okay. Okay. Okay, mehr mache ich nicht. Dann kommt jetzt hier noch die Dichtung drauf. Das ist in dem Fall hier. Die ist ein bisschen verzogen, aber nicht so schlimm. Die legt sich dann schon wieder. Wichtig ist, wie gesagt, dass hier keine Kratzer sind an dieser Nut. Das sollte auf jeden Fall überprüft werden. Dann nochmal hier reinlegen, gucken, überprüfen. Ja, kann man so lassen. Hier ist auch alles noch in Ordnung. Die kommt dann hier drauf. So. Und jetzt hier noch an der Dichtung so ein bisschen alles justieren, damit auch wirklich alles drin sitzt. Wir fangen wieder an, diagonal zu schrauben. Einmal. Ich nehme die Originalschrauben, weil die sind okay. Das müsst ihr alles für euch wissen, wie ihr es machen wollt. Das ist euch überlassen. Dann gehen wir hier noch an. Gut. So, dann haben wir, glaube ich, was ist der? Ja. Den rein. Gut.
nichts mehr. Zumindest so nicht. Hier auch nicht. Ja, hier geht noch ein bisschen. Hier auch. Hier nichts mehr. Gut, jetzt hebe ich das mal so, wie ich es halt gerne mache. Da ging noch was. Hier auch. Dann hier auch. Hier auch. Hier auch. So. Bei solchen Dichtungen ist es auch wichtig, dass ihr nicht nochmal aufmacht, weil wenn die einmal zerquetscht worden sind, dann ist es so. Dann bleibt es auch bitte so. Okay, Leute, nicht vergessen. Nicht nochmal aufmachen, weil dann kann es wieder sein, dass es undicht wird. Gehen wir ran. Nochmal für mich einfach. Yep. Da ging noch was. Fertig. Fertig. Da ging noch was. Fertig. Fertig. Da ging noch was. Fertig. Fertig, definitiv. 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 Fertig. So. Gut, also. Jetzt gehen wir noch runter, bringen die andere Dichtung an und dann wird es langsam Zeit, dass wir das alles hier wieder zusammenbekommen. Hier, wie gesagt, ist Unterdruck. Auch gucken, dass immer alles sauber ist. Ich würde sagen, sieht gut aus. Dann nochmal sauber machen. Also könnt ihr später auch für euch gucken, ob es irgendwo rausseicht wieder oder halt nicht. Weil wenn ihr seht, es wird irgendwo wieder nass, dann habt ihr das dann sozusagen so unter Kontrolle. Okay? Gut, hier sieht man auch die Dichtung, schön platt, schön rangedrückt. Ja, sieht man ganz gut. Das ist wichtig. Okay, und schraubt hier nicht wie irgendwelche Affen und macht da zu viel mit großen Ratschen. Geht man einfach nicht ran bei sowas, ja. Man kriegt doch so alles richtig schön zu. Okay, nochmal hier, zack. Zack, die ist bombenfest. Okay, ihr könnt auch gerne jetzt hier mit der ganzen Hand rangehen, aber mehr braucht ihr nicht. Weil es ist alles wirklich mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Die kriegen auch ein paar bestimmte Newtonmetern. Könnt ihr alles im Internet rausfinden. Aber wenn ihr das Gefühl habt, so wie ich, dann braucht ihr nicht immer alles nach Newtonmeter-Angaben machen. Perfekt. Gut, also, dann geht's jetzt runter. Bringen die letzte Dichtung an, machen alles sauber. Und dann haben wir hier wieder was Tolles gemacht. So, also hier habe ich alles schon mal bereinigt, war hier ein bisschen Kalk, da unten dann halt auch ganz viel, und immer schön gerade bleiben, parallel, gut so, genau, ne? So, ist jetzt alles auf jeden Fall schon mal sauber, jetzt mache ich den Rest hier nur noch mit diesem Schleifvlies, mit diesem Polierzeug, Polierwolle, seht ihr, wie schön das wird. Wichtig ist, dass die Dichtung hier perfekt ansitzen kann. Ich mache auch dort, wo wir eigentlich nicht machen müssten, ja, aber es ist ja auch egal, wenn ich jetzt schon dran bin. Ne? Und hier auch immer schön drauf achten, auf diese Dichtung. Denn auch die kann undicht werden, aber das würdet ihr dann merken. Am Kühlwasser, das hier, Kühlwasserleitung. Aber ansonsten so, hier nochmal kurz. Wie sieht's aus? Gut, ja. Hier nochmal. Deswegen war es mir wichtig, das in die richtige Richtung zu drehen. Ihr seht ihr selber, hier wird es dann praktisch nach in die Nockenwelle wieder eingesteckt. Oder an die Nockenwelle. So, weil die Nockenwelle dreht dann praktisch hier die Kraftstoffpumpe an. Hier, Schlauch nachher auch nicht vergessen.
sieht gut aus. Das reicht weit und breit. Die wichtigste Dichtfläche ist die, also die zwei hier, ne, hier. Und dann hier natürlich auch, wo es vorhin hier halt abgedichtet war. Machen wir jetzt auch alles schön sauber nochmal. So, mir reicht es. Dann kurz alles wieder schön dran machen. Alles wieder schön verputzen. Und kein Dreck und alles drumherum. Hier könnt ihr noch ein bisschen, seht ihr, aber die Hauptsache ist, dass es schön glatt ist und das ist es auch. Nochmal drüber gehen. Normalerweise würde ich das jetzt so noch. Normalerweise würde ich das so jetzt mit euch nicht mehr machen, weil das Wichtigste habe ich jetzt im Kasten. Und den Rest könnt ihr ja selber machen. Aber jetzt machen wir es halt einfach nochmal zusammen. Kein Problem. Hier unten könnte man vielleicht nochmal mit der Klinge ran. Da. Aber halt aufpassen, wir haben da eine Dichtung. Also von hier. Seht ihr, ganz da unten meine ich. Das kriegst du nicht gerade aufgenommen. Jetzt, ja? Ja. Gut, also genau da unten. Jetzt ist aber sauber. War sowieso schon ausreichend, aber wir machen es halt nochmal richtig fürs Video. Sonst heißt es, der da unten wird gegessen. So. Was auch noch wichtig zu erwähnen wäre, ist, ich habe hier das Kabel beim Ort gesteckt. Ja, das ist ja das hier. Das habe ich auch abgesteckt. Kommt mal leichter ran. Hier, wie gesagt, der Schlauch auch abgesteckt. Jetzt gehen wir rüber, machen die andere Dichtung schon mal ran. Komm mit. So, das hier habe ich ja noch nicht gemacht. Ja? Ich glaube, wir machen kurz Pause. Es ist einfach zu hell hier alles. Okay, so. So, jetzt haben wir das Ganze mal so ein bisschen sauber gemacht. Jetzt mache ich hier die LED-Beleuchtung aus. Gehen wir hier noch mal kurz drüber. Aber wie gesagt, Leute, es hat echt ein bisschen gedauert jetzt. Es ist einfach viel zu heiß. Mein Smartphone, das ist auch gerade am Überhitzen ohne Ende. Es ist wirklich jetzt gerade sehr, sehr heiß hier draußen. Was haben wir? 26 Grad heute oder was? Nein, weit mehr. Echt? Also ich schwitze auch überall. Um vielleicht die 30. Echt? Ja. Ah, ich bin ja Südländer, ich bin es eigentlich gewohnt. So, also, mir reicht es jetzt. Alles sauber. Das ist die wichtigste Dichtfläche hier und da unten dann, okay? Da ist sowieso alles so ein bisschen dreckig. Machen wir nicht sauber, das reicht so. Jetzt kommt die Dichtung mit dem, also die Dichtung mit dem blauen nach oben, so wie hier. Die drei klicken sich jetzt hier rein. Ruhig runterdrücken. Geht schwer, Leute, es ist auch gut so. Jetzt haben wir es gleich. Gut. Wir drücken dann nicht oben, weil da oben ist wieder diese Nut. Wir gehen nur hier so leicht rein, parallel. Helfen einfach der ganzen Geschichte noch ein bisschen mit. Hier gucken wir jetzt auch nochmal, dass wir vielleicht hier nochmal ein bisschen drehen, weil ihr seht hier, wir sind hier so schon ziemlich am Limit. Okay, hier, schaut her. Da seid ihr schon am Limit. Ein bisschen runterdrücken. Nicht an dieser Nut, okay? Dann machen wir nichts. Hier müsst ihr aufpassen, weil die Nut ist gleich hier, da wo ich mit dem Schraubendreher bin. Wir drücken aber hier. Okay, so. Hat schon Klick gemacht, habe ich gleich gemerkt. Hier und hier. Sieht gut aus. Dann gehen wir hier nochmal, gucken uns das hier an. Schaut mal her. Ja, kann man so lassen. Perfekt ist es nie. Hier nochmal rein, genau. Das hört man noch richtig raus, es rastet schön rein. Biegt den hier richtig schön rein, seht ihr? So, schön reinbiegen. Er hängt sich dann da unten fest. Ja, so. Und dann muss es Klick machen. Klick. Also ich hatte hier ein kleines Problem beim Wiedereinrasten. Und zwar lag das an dem, das war um 2 mm verschoben. Deswegen sage ich, guckt, dass ihr das wieder so perfekt hinkriegt, wie es auch davor war. Und dann könnt ihr hier auch überprüfen, wo es gerade steht. Ja, und dementsprechend, genau hier, da oben ist es. Ja. Und dementsprechend stellt ihr das auch ein. Okay? So, also jetzt sieht man, dass die richtig wirklich bündig anliegt. Ich habe jetzt die Schraube hier wirklich nur von Hand angedreht. Und die da hinten,
Ich drehe mal ganz kurz wieder. Die wäre, wo ist die? Da ist die, okay. Die habe ich dann auch schon mal richtig schön von Hand angedreht. Jetzt machen wir noch die hier rein und die da unten und dann kommt die am besten so von unten rein, okay? Seht ihr das? So, dann drehen wir mal das Handy wieder so um. Dazu braucht ihr jetzt einen anderen Imbus. Die kleineren Schrauben haben Imbus 5. So, gehen wir jetzt hier von unten ran. Und immer vorsichtig, weil sonst fällt uns das raus. Immer hier mit festhalten. So, da haben wir es. Jetzt machen wir noch die andere rein. Gucken, ob die richtig gut reingeht. Ja, geht rein. Das ist jetzt schon mal handfest. Das war jetzt wirklich nur hier. Ja, guck mal rechts. Hier mit zwei Fingerchen. Zack. Gleiche machen wir da unten auch nochmal mit zwei Fingerchen. Jupp. Jetzt mache ich die oberen zwei. Ich fange jetzt mal hinten an. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich schlecht. Das ist dann hier. Zack, schon mal fest. Zack, schon mal fest. Guck mal, dass du meine Hand immer so ein bisschen aufnimmst, damit die Leute wirklich sehen können, dass ich hier nur mit zwei, drei Finger hantiere. Weil alles andere wäre einfach zu viel. Ja, kurz mal versuchen reinzukommen. Jetzt nochmal füllen, wo sie ist. Hier ist die. So, das war jetzt richtig stark. Jetzt mit Daumen und drei Finger. Fertig. Dann nochmal Daumen, drei Finger. Mehr geht nicht. Fertig. Nochmal hier überprüfen. Wo ist die? Da ist die. Glaube ich. Ja. Da gar nichts mehr. Super. Mehr. So ist gut. Dann machen wir jetzt die da unten. Die vielleicht nicht ganz so fest, weil die sind auch kleiner. Aufpassen, Leute. So, schon gemerkt, die ist fest. Na, und hier nochmal. Da geht jetzt nichts mehr. Ja, Ende Gelände. Mehr machen wir hier nicht. Gut. Jetzt heißt es alles wieder zusammenbauen, das mache ich jetzt, das werde ich euch jetzt nicht mit aufnehmen. Dann ist die Frage, was ich überhaupt noch hier rausschneide und was nicht, weil das hat jetzt wirklich sehr, sehr lang gedauert. Schläuche wieder dran, Unterdruckschlauch, ganz wichtig, das ist nämlich der auch für den Bremskraftverstärker. So, den machen wir jetzt gleich drauf, damit der schon mal nicht vergessen wird. Zack, es muss einrasten. Dann werde ich hier alles nochmal richtig schön verputzen. Weil es muss jetzt auch in Zukunft beobachtet werden. Ja, ich mache jetzt hier alles zusammen. Es muss alles wieder angeklebt werden. Schrauben, die man aufgemacht hat, wieder zumachen. Dann gehen wir mit VCDS rein. Hier Luftfilterkasten wieder alles einbauen. Wirklich noch sehr, sehr viel Arbeit. Und dann gehen wir mal ran und gucken, dass wir die Vorfilterpumpe anlaufen lassen, damit der hier wieder Diesel bekommt. Und dann machen wir langsam mal
die Statue suchen, lassen den einfach mal so für 5 Minuten oder 2-3 Minuten entspannt laufen und gucken, ob das da rausläuft oder nicht. Und ganz zum Schluss, wenn ihr hier komplett fertig seid, macht ihr noch eine Motorwäsche, eine schöne. Und dann könnt ihr das wirklich gut überprüfen. So, dann nochmal aufnehmen. Mal hier aufnehmen sich und da dann alles sauber machen. Okay. So. Sauber. Genau. Also wir machen das und dann nehmen wir nochmal auf. So Leute, hier ist alles fertig. Alles wieder zusammengebaut, Luftfilterkasten etc. Alle Schrauben dran. Also hier wirklich alles angesteckt. Luftmassenmesser nicht vergessen. Ja, ansonsten habe ich nichts vergessen. Vorförderpumpe wird jetzt hier schon die ganze Zeit angesteuert. Läuft. Genau. Wie oft haben wir es jetzt gemacht? 6-7 Mal? 10 Mal sicher. 10 Mal? 10 Mal je 30 Sekunden läuft das Ganze. So wie man sehen kann, jetzt mache ich kurz mal die Beleuchtung aus. Also wie gesagt, hier fleißig. Wenn bei euch die Vorförderpumpe nicht zu hören ist, dann ist die wahrscheinlich defekt. Wenn das bei euch der Fall ist, dann müsst ihr halt dementsprechend euren Wagen 2 bis 3 Sekunden mal starten und das macht ihr dann 6, 7, 8, 9, 10 Mal, okay, damit es wirklich alles durchläuft. Gang ist draußen, tralala. Jetzt starten wir, wenn ihr merkt, dass der Wagen so ein bisschen stottert, dann helft ihn einfach nach ein bisschen zu beschleunigen, ja, nur ein bisschen, nicht so oft, also nicht viel. Okay, habt ihr es gesehen? Das ist kein Sprit. Für diejenigen, die sagen, ja, 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 das geht nicht immer so einfach, wie ihr denkt. Also, nachhelfen. Da ist er. Sehr gut. Mal ausmachen. Wie gesagt, nicht länger wie 2-3 Sekunden. Und los geht's. Perfekt. Jetzt gehen wir nach vorne. Machen den Test. Checken. Hier überprüfen, gucken, dass nirgends rausspritzt oder was auch immer. Was ihr auch machen könntet, ist jetzt hier diesen Unterdruckschlauch rausnehmen. Ich mache jetzt mal die Beleuchtung wieder an. So, da könnte man jetzt eigentlich rausnehmen, aber ich komme jetzt hier so schlecht dran. Also könntet ihr nach hinten ziehen, ja, und schauen, ob der Unterdruck erzeugt. Ansonsten macht ihr eine kleine Probefahrt. Und Bremspedal muss natürlich sehr leicht gehen. Wenn ihr dann bremsen müsst wie ein Ochse, dann läuft der Unterdruck gerade nicht. So, es läuft. Hält dicht. Wir gehen jetzt runter und spritzen den Wagen ab, damit wir einfach auch in Zukunft überprüfen können, ob alles weiterhin dicht ist. Und hier schaut mal an, die Dichtungen sitzen perfekt. Ja, schwer zu sehen jetzt, aber da seht ihr auch, ganz unten sitzen perfekt. Jetzt mal hier runter. Ja, sieht man schlecht. Aber genau das hier werden wir jetzt hier noch mal kurz abspritzen. So, haben auch noch ein bisschen Kabel und Gläser und was auch immer, was das ist hier. Genau. Schläuche überprüfen, da unten die Klemmen, da habe ich meine eigene Klemme dran gemacht, wie ihr sehen könnt, hier eine, Kabel ist dran, Sicherung ist dran, ja, ich schaue jetzt hier kurz auf, dann gehen wir kurz noch Motorwäsche machen und dann ist das erstmal erledigt. Jetzt gibt es Motorwäsche, wir sind schon bereit, unten alles sauber machen. Wagen laufen lassen in der Zeit, hier nochmal alles überprüfen, sieht soweit trocken aus. Ich habe jetzt leider keine Beleuchtung mehr, bin aber extra so ein bisschen vorgefahren, damit es einigermaßen noch hell ist. Thank you.
Ja Leute, das war's eigentlich auch schon. Mehr müssen wir nicht machen. Alles ist sauber da unten. Und den Rest kriegt man nicht mehr weg. Wichtig ist immer, dass ihr den Motor laufen lässt, auf jeden Fall immer. Und jetzt heißt es, ja, überwachen und immer wieder nachkontrollieren. Vor allem auch da unten immer. Ne? Aber ja, sieht gut aus. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufen, sollte sowas sein. Dann werde ich auf jeden Fall in meine Kommentare posten, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung alles anhängen. Ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Das war's von mir. Peace, NST in the place to be. Hab noch schöne Sommerferien und noch einen schönen Urlaub. Ja, man hört sich. Bis dann. Ciao, ciao. NC. In the place to be. NC.